Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und super leichten Platin mit dem neuen Spiel von Webnetic, The Baseball Tee. Ja, das Ganze gibt's im PlayStation Store zu kaufen für 1,49 Euro. Gibt's für PS4 und PS5. Das Ganze weiterhin kein Cross-Buy wie gehabt. Habt aber hier die Möglichkeit auf 8-fach Platin, wenn ihr euch das Ganze noch im Asien, Japan und US-Store kauft. Ja, also easy peasy Platin, das Ganze dauert hier maximal 3 Minuten. Ja, Baseball, ja, ein guter amerikanischer Ballsport, Ballwurfsport, ja. Muss ganz ehrlich gestehen, hab mich nie wirklich dafür interessiert. Find's zwar so ganz cool irgendwie, ne, hab mich aber wie gesagt nicht so wirklich für die Materie interessiert, also mir sind da nicht so ganz die Regeln bekannt. Ja, ist alles ein bisschen tricky, aber ich denke, wenn man sich mal in die Materie mit rein befasst, ist es wahrscheinlich nicht mehr so tricky. Ja, auf jeden Fall, das werden wir jetzt hier platinieren. Ansonsten, das nächste Spiel von Webnetic kommt am Mittwoch, The Copper Age. Das Ding hat 71 Trophäen, wo da kommt, ja, pro Version, ja, gibt es dann dementsprechend auch wieder, ja, für PS4 und PS5 und wird natürlich auch Asien und, ja, Japan-Stack bekommen. Gerade nochmal kurz nachgeschaut, wird es definitiv bekommen. Also seid ihr hier bestimmt bei über 500, ich glaube es sind 568 Trophäen, wenn ich mich da jetzt nicht verrechnet habe. Das ist schon eine Menge Holz, ja, also wenn er dann dementsprechend die 8x Platin auch macht. Ja, wie gesagt, 568 Trophäen habt ihr dann bei The Copper Age. Und ja, das nächste, was in den Asien Store kommt, was haben wir da? The Sheep Quiz. Ja, also das Quiz mit dem Schaf. 10 Sekunden Platin mit der PS5-Version auf jeden Fall mal. PS4-Version dauert meistens ein paar Sekunden länger. Mein Gott, kein Beinbruch. Das kommt, wann kommt denn das? Am Donnerstag kommt The Sheep Quiz in Asien und Japan Store rein. Ja, also könnt ihr dann dementsprechend auch noch euch ergattern und dann dementsprechend nochmal 2 bis 4 Mal Platin holen, wenn ihr natürlich beide Accounts habt. Ich habe zum Beispiel nur Japan Account, ich habe gar keinen Asien Account. Das wird mir sonst zu viel, muss ich meine Frau, ja, die haut mir sonst in die Fresse, Leute. Wenn ich so viel kaufe. So, da haben wir auch schon die Platin, The Baseball Tee. Ja, Leute, und damit war es das auch schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid, wenn euch das Ganze ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Falls noch nicht geschehen, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.